So, jetzt läuft alles wieder. Ich hatte gerade ein paar technische Probleme. Ich hatte einen Abstoß bei Minute 8. Ich danke dir, lieben Nvidia-Treiber, der auch schon letzten Absturz verursacht hat. Vielen Dank, Nvidia, dass du irgendwie alle zwei Minuten einen neuen Treiber rausbringst, der 500 Megabyte groß ist. Und wenn du nicht dorthin gehst, wenn du ihn sozusagen nicht installierst, gerade mal Bluescreens verursacht. Vielen Dank. So, damit es jetzt kein Running Gag wird, geh jetzt wirklich mal zur Schatzkammer und öffne sie. Ich habe sie mir allerdings schon in der Episode angeguckt, oder die 8 Minuten angeguckt, die ich gerade verloren habe an Videomaterial. Aber hier finden wir alle Questgegenstände, die wir bis jetzt bekommen haben. Erinnerung der Wärme des Lebens, die kenne ich glaube ich noch nicht oder habe ich noch nicht gesehen gerade. Freundlicher Wirkungsradius, plus 20 Ausdauer, plus 20 Ausdauer Wirkungsradius. Dieses seltsame Gerät, das von einem wahnsinnigen zwergischen Beseeler geschaffen wurde, kann den Druidenzauber Garten des Lebens wirken. Ach, wie schön. Das freut mich aber für diesen wunderschönen Topf. Ansonsten haben wir noch viele Schriftrollen hier, oder ein paar Schriftrollen hier, also ein übergroßes Angebot im Vergleich zu den zum Händler, zum gemischtwaren Magiehändler. Und jede Menge Dinge, die wir irgendwie zur Herstellung von irgendwas benutzen können. Dann haben wir einen ganzen Haufen verschiedener Währungen hier, was ich ganz witzig finde. Ich mag echt übrigens die Idee, dass es ganz viele verschiedene Währungen hier gibt in diesem Spiel, die man umrechnen muss. Finde ich wirklich super und ich glaube, das allererste Mal überhaupt in einem Spiel aus meiner Sicht. Ihr könnt mich gern korrigieren, aber mir begegnet es, glaube ich, zum allerersten Mal in einem Spiel, dass es verschiedene Währungen richtig gibt. Also wirklich viele verschiedene Währungen, mehr als zwei vielleicht. Und ich habe übrigens folgende Dinge mitgenommen aus der Kiste gerade. Das wäre zum einen, Schriftrolle, Mundquelle können wir nicht wegpacken, egal. Die Hüllwachsform, die ist dafür da, um einen Gegenstand zu duplizieren. Die Aschen der Erinnerung, die ist gut für eine Wiederbelebung mit relativ viel Ausdauer, 372. Zwei Fackeln habe ich nicht, nein. Und, was habe ich noch mitgenommen? Da war noch was. Diesen geilen Taucherhelm hier. Der ist ganz gut, der gibt zwar ein bisschen wenig Wahrnehmung, aber gibt plus 20 Verteidigung gegen Giftangriffe und vor allem plus 35 alle Verteidigung gegen Drachenatemangriffe. Und ihr wisst, wir würden ja ganz gern den Herrn Adradrachen mal töten, nicht wahr? So, aber noch was mitgenommen? Wahrscheinlich, diese komische Kette kommt mir bekannt vor. Genau, plus 18 Tapferkeit. Das, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut ist gegen die ganzen geistesbeeinflussenden Zauber, die der Herr Drache so drauf hat. Und damit würde ich ganz gerne meine Leute ein bisschen immunisieren, wenn das irgendwie geht. So, in den letzten Episoden haben wir einen Gegenstand erhalten, der plus 4 auf Verfassung bringt. Ich habe offen gestanden völlig vergessen, welcher das ist. Und es ist Intellekt plus 4. Okay, das ist nicht das, was ich meine. Regeneration, das war, glaube ich, ein Gürtel. Regeneration ist ganz nett. Gibt Klarheit. Was bringt denn Klarheit? Plus 20 Verteidigung gegen geblendet, geschwächt, bewusstlos, geschockt, betäubt. Das ist sehr gut. Das kannst du behalten. Da sind wir schon mal dabei. Das ist besser als Regeneration auf jeden Fall. Ich gucke mich jetzt ein bisschen, was wir so unseren Leuten geben könnten. Warte mal, das kann ich gleich mal hier reintun. Diesen Turmschild, den lasse ich erstmal so. Was ist das denn hier? Felle? Wolfshaut. Wolfshäute, zwei Stück, warum auch immer. Wir haben ja noch irgendwelche Ringe. Ring der Abwehr plus 9. Das ist ja echt ungewöhnlich. Ich glaube wohl, die könnten wir wirklich mal hier reintun. Die finden wir echt alle 5 Minuten. Den Taucherhelm, den würde ich ganz gerne. Was hast du für einen Helm auf? Du hast einen mit plus 1 Wahrnehmung und plus 1 Entschlossenheit. Ist hier irgendwo eh noch Wahrnehmung oder Entschlossenheit oder sowas? Macht plus 2, Tapferkeit, Reflexe und Willen plus 9 und... Verfassung plus 4, das ist der Ring gewesen. Okay, wunderbar. Zauberwirkung, weiter Brot, das kannst du auch machen. Helm, vielleicht gutes zu wissen. Und hier ist nochmal klar... Warte mal. Klarheit? Das haben wir gerade gesagt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es hier noch für Dinge... Achso, Zauberbuch und Begleiter. Ja gut, beides ist gerade irrelevant. Den Trank der Eisenhaut kannst du ruhig nochmal aufnehmen. Gerade noch einen anderen Trank. Was ist denn das für ein Zauberverteidigungsbonus? Was ist denn der maximale Ausdauerbonus, den ich hierdurch bekomme? 15. Und was ist der Zauberverteidigungsbonus? 10. Ich denke wohl, der könnte etwas besser sein gegenüber den Drachenatem und Drachendingen. Was ist das noch? Trank der, das Versperrentür des Todes. Warte mal, du hast noch irgendwas frei, dann kannst du auch das eigentlich noch nehmen. Wunderbar. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts, was für dich gerade relevant wäre. Obwohl, Tapferkeit plus 18. Na gut, andere brauchen auch vielleicht eine coole Kette. Was hast du denn hier? Zauberverteidigungsbonus plus 10 gegen einen Zauber. Du hast auch so ein Ding. Wunderbar. Du kriegst aber jetzt diese gegen
also gegen irgendwelche schlimmen Effekte. Und, ach du bist eine, du kannst keinen Helm tragen. Dann kriegst du den Rest wohl eher nicht. Das hast du für, gut, Ring des Schutzes und nochmal schwacher Ring des Schutzes. In Ordnung. Haben wir noch einen gerade anderen Ring, der besser ist vielleicht? Ein normaler Ring des Schutzes, wunderbar. Da kommt der schwache Ring direkt mal weg. Deine Stiefel, haben wir bessere Stiefel? Haben wir Schaden durch kritischen Treffer verringern, haben wir als Gürtel und du hast Entschlossenheit und Macht plus 2. Das ist doch schon mal sehr angenehm. Du hast noch Handschuhe hier, präzise 1. Schlechtere Panzerhandschuhe der Genauigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch richtige Panzerhandschuhe der Genauigkeit habe, wenn ich schon mal hier bin. Macht plus 2, ja, das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Und Glück, Präzision, Hieb und Schadensreduktionsbonus. Plus 5 Schadensreduktion. Oh, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Dann nimm doch lieber die hier. Meine liebe Palegina. Und ansonsten bleiben wir so ungefähr dabei. Es sei denn, wir haben noch günstigerweise gerade neue Stiefel. Ich muss mir echt mal die Zeit nutzen, wenn ich schon mal kehrt. Nur bin in mein Inventar mal ein bisschen durchforsten nach coolen Dingen. Wir haben diese Stiefel hier. Unbewaffneter Schlag. Plus 2 auf waffenlosen Schaden. Vielleicht sollte man das mal eine gewisse Mönchin nehmen, oder? Gibt Segen der Vergessenen. Das stecken wir mal hier rein. Was ist das für Gürtel hier noch? Hüftgürtel des sterblichen Schutzes. Schaden durch kritischen Treffer verringert. Okay. Ring der Abwehr plus 9 zweimal. Okay. Und Umhang der Frostjagd. Bonus Fernkampfschaden, Bestienjäger und Frostsicher. In Ordnung. Dann haben wir noch so einen geilen Rock hier. Und ein paar witzige Waffen. Aber jetzt auch nichts Überragendes. Gut. Ruisha. Was kann man dir noch Gutes bringen? Du hast einen maximalen Ausdauerbonus von 15. Das finde ich... Das ist wahrscheinlich wieder 15, oder? Ja, das ist mir alles so egal. Dieser komische Ausdauerbonus, maximaler Ausdauerbonus von 15 ist mir eigentlich egal. Du kannst aber diesen großen maximalen Ausdauerbonus nehmen und plus 5 auf alle Verteidigung und 3 Schadensreduktionen gegen alles Mögliche. Und ich finde, das ist doch nur eine geile Sache, die du auf jeden Fall nehmen solltest. Gibt es noch irgendwas, was damit konkurrieren könnte? Halskette der Feuerbälle oder Zauberverteidigungsbonus? Eher nicht. Was hast du für einen Gürtel? Mehr Macht wahrscheinlich. Macht plus 3. Hast du noch einen besseren? Macht plus 4 oder aus irgendeinem Grund? Macht plus 2 in Erschlossenheit plus 2? Nein, eher nicht. Hast du hier einen Ring, Gewandtheit, Reflexe und irgendwas mit Bewahrung? Okay, Gewandtheit plus 3, Reflexe plus 5. Nein. Gewandtheit plus 3, Reflexe plus 5 und plus Bewahrung. Was? Ach, den habe ich ja schon. Was? Also den habe ich ausgerüstet. Hier ist eine Überwachung drin, okay. Oh, da ist das Ganze nochmal, interessant. Okay, okay, okay. Und das war's, ein Ring. Vielleicht soll ich ein bisschen sortieren. Starke Zauberbindung, Dominieren und Entschlossenheit plus 3. Und was haben wir hier eigentlich? Entschlossenheit plus 1, Verfassung plus 2. Ja, Verfassung plus 2 möchte ich mich auch nicht verlieren, deswegen behalten wir das mal. Was hast du hier für Stiefelchen? Feenläufer. Plus 20 Verteidigung gegen bewegungsunfähig, gelähmt, humpelnd Angriffe. Minus 3 Sekunden bewegungsunfähig, gelähmt und humpelt. Das ist eigentlich ganz, ganz fein. Was war das hier nochmal? Mehr Schaden auf unbewaffneter Schlag. Ah, das ist ganz geil. Und was ist Segen der Vergessenen? Plus 5 Genauigkeit, plus 10% Schaden für 20 Sekunden. Aber ganz ehrlich, wie sehr wirkt sich das denn aus, mein weiterer Schaden? Ich werde jetzt hier 28 bis 34. Wenn ich jetzt mal, wo ist er denn? Ist das dein Ring gewesen? Nee. War das überhaupt ein Ring? Wo ist das verdammte Ding hin? Nein? Bin ich jetzt gerade doof? Ich hab doch gerade hier Staring gewesen? Nein? Gut, wie ich direkt mal Dinge verlege. Ach, hier, das sind die Schuhe gewesen. Ja, genau. 28 bis 34. 30 bis 37. Das ist natürlich eine feine Sache. Gut, dann geben wir anderen halt diese Schuhe. Du hast Verfassung plus 1. Hast du noch irgendwo Verfassung mit drauf? Ansonsten ist es Quark. Nein, hast du... Ja, Verfassung plus 1 hast du hier auch mit drauf, weswegen deine Schuhe eh völlig sinnlos sind. Da, nimm die Schuhe. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten. Meine Güte, das kann eine Weile dauern gerade, Entschuldigung. Obwohl, nicht, Entschuldigung nicht, das ist ein Rollenspiel. Verlorenes Amulett des verschlungenen Pfades. Konzentration plus 20, Entschlossenheit plus 2, das ist doch schon mal ganz gut. Das können wir schon mal lassen. Wahrnehmung plus 1 und Wissensweitergabe hast du. Man könnte aber auch einfach diesen geilen Helm mal geben, weil den wirst du wahrscheinlich... Obwohl... Was hast du für einen Helm auf? Immunität gegen Verwirren des Intellekts plus... Immunität gegen Verwirren und Intellekt plus 2. Ja, okay, dann bleib mal dabei. Du kriegst
Was hast du für einen Helm auf? Entschlossenheit und Wahrnehmung plus 1. Aha. Aha. Hast du hier noch irgendwo Entschlossenheit drauf? Ansonsten ist das. Ich glaube, warte mal, du kriegst diesen geilen Helm. Den brauchst du. Du siehst damit echt aus wie der letzte Eimer. Dann kriegst du diesen Helm mal kurz. Auch dass du mehr Entschlossenheit bekommen mögest. Wie sieht es bei deinen Ringen aus? Du hast einen schwachen Ring des Schutzes. Super. Der kann schon mal direkt weg, weil wir auf jeden Fall noch einen normalen Ring des Schutzes. Du hast und einen schwachen Ring der Abwehr. Hier einen Ring des Schutzes. Und haben wir nicht einen normalen Ring der Abwehr noch irgendwo rumliegen? Könnte ich mir gut vorstellen. Die Frage ist nur, wo? Okay, ich klicke erstmal alles Falsche an wahrscheinlich. Ring der Abwehr, wunderbar. Einmal das. Da kann der schwache Ring der Abwehr weg. Kommst du hier rein? Super. Stiefel habe ich dir gerade neu angezogen. Du hast einen außergewöhnlichen Brustharnisch mit 12. Ich könnte mir wirklich vorstellen, und 40% Regeneration übrigens, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es mittlerweile ein paar bessere Dinge in meinem Inventar gibt. Guter Plattenpanzer mit 50. Nee, ich möchte also die Regeneration so gering wie möglich halten. Okay, der ganze Rest ist schwächer als das, was du gerade anhast. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Okay, dann nicht. Was hast du für eine, genau, Verfassung plus 3. Das ist ziemlich gut. Ich frage mich ernsthaft, warum du nicht Verfassung plus 3 hast. Was hast du denn hier? Du hast Macht, ne? Macht plus 3. Ja, gut, dann bleib ruhig dabei. Das ist in Ordnung. Ist ein guter Deal. Auch du hast wahrscheinlich wieder unbezwingbar. Plus 2 Intelligenz, wenn Ausdauer über 50%. Bla bla bla. Plus 25% Fokussteigerung, wenn Ausdauer. Na, das ist irgendwie so hilfreich. Der maximale Ausdauerbonus ist. Erstmal weg mit diesen blöden Ketten, die sind wirklich völliger Humbug. Wir könnten Feuerbälle zaubern. Ein antimagisches Amulett ist, glaube ich, eine bessere Idee als das, was du gerade hast. Was ist das? Ein weiterer Zauberverteidigungsbonus. Okay, kann man vielleicht noch Kana tragen. Gut, was hast du denn für Ringe? Ring der Zauberei. Mehr Zauber auf entsprechenden Stufen. Okay, und hier haben wir Arkanendämpfer und plus 1 Intelligenz. Das ist alles egal für den Aldra-Drachen, glaube ich. Dann nehmen wir doch lieber Ring der Überwachung. Nee. Segen Intellekt plus 4 ist doch irgendwie viel geiler als Intellekt plus 1, finde ich, ne? Ist das nicht so? Ich würde sagen, ja. Also weg mit dir. Hast du fein gemacht. So, Teil der Eigenschaften Koloss. Plus 1,8 Bewegungsgeschwindigkeit, wenn Ausdauer über 75%. Plus 21 Unterbrechung, wenn Ausdauer unter 75%. Was genau war davon? War das Koloss? Okay. Was haben wir noch als Gürtel? Wir haben noch Schaden durch kritischen Treffer verringern. Okay. Und hier oben haben wir noch einen. Regeneration. Das ist plus ein Ausdauer für 3 Sekunden. Alle 3 Sekunden. Das kann eine Weile dauern, aber ist okay. Oder Verfassung plus 2, was einfach mehr wesentlich mehr Ausdauer geben dürfte. Naja, so ein bisschen zumindest. Ja, gut, können wir so lassen. Und du hast noch wilden Sprint und so, das hat mir letztes Mal erst gegeben. Das ist eigentlich ganz okay. Deine Rüstung ist, glaube ich, auch noch ganz gut. Oder kann man so nehmen. So, du bist der Letzte, Kana. Intellekt plus 1. Kann man dir nicht irgendwas geben, was dich noch schlauer machen würde? Oder noch besser machen würde? Wahrnehmung plus 1. Das ist vielleicht nicht schlecht für deine Zielwert. Genau, Genauigkeit 84 hast du gerade. Jetzt hast du 85. Und das ist doch schon mal genau das Ding, was wir jetzt brauchen. Wunderbar, was ist das? Oh, eine Maske. Das ist, ja, schön, wunderbar. Dann legen wir die mal dahin. Du siehst jetzt noch dümmer aus als vorher, obwohl die mit der Kappe siehst du noch dümmer aus. Aber das muss so kurz. Ja, doch. Es sieht zumindest aus, als hättest du den Helm auf, einfach nur nicht eine komische Frisur. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was hast du denn hier? Halskette der Feuerbälle. Das ist doch, ja, das können wir lassen. Da haben wir nämlich noch einen davon. Kann die also schon mal weg. Umhang oder so hatte ich nicht mehr für dich. Aber wir haben ein paar Gürtel gerade. Verfassung plus 3 ist kaum zu schlagen. Lass mal also. Wir haben präzise plus 1. Also diese komischen Handschuhe. Wir haben irgendwie 50 Mal dieselben Handschuhe genommen. Und hier ist nochmal präzise plus 1. Du kannst also direkt weg. Okay. Du hast eine Rüstung an, die ganz gut ist. 50% Erholungsgeschwindigkeit, aber 14 Schadensreduktion und Wissensweitergabe und zweite Chance. Und siehst du noch gut. Ganz toll. Du hast die fürstliche Autorität in Überwachung. Autorität des Fürsten. Plus 5 Macht, plus 5 Entschlossenheit. Immunität gegen Bezaubert. Das ist okay. Das ist, hätte man vielleicht mal, hätte andere vielleicht nehmen sollen. Egal. Mitgliedsring des Clubs der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner. Aha. Das ist schön. Aber jetzt eigentlich gerade völlig egal. Willst du nicht irgendeinen Abwehrring wenigstens haben?
Starke Zauberbindung, Entschlossenheit plus 3, wenigstens das kannst du ja mal kurz nehmen. Das ist doch schon mal eine Idee. Du hast übrigens gar keine Stiefel an. Wie wär's, wenn du wenigstens das nimmst? Auch wenn es Verfassung plus 1 eh völlig egal ist bei dir. Haben wir noch irgendwas mit an Stiefelchen gerade? Nein. Was sind wir hier? Nein, das ist auch egal. Okay. Ich denke, so können wir bleiben. Macht plus 2, Entschlossenheit plus 2 ist eigentlich ganz geil. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal probieren können, den Adra-Drachen anzugreifen. Ich will einmal nur kurz wissen, kurz mal gespeichert übrigens. Ja, einfach mal kurz wissen, wie wir gegen ihn so antreten könnten. Ich will einmal so einen Testlauf machen, mal gucken, woran es liegt, wo sind die Schwachpunkte. Bei mir hauptsächlich, bei ihm wahrscheinlich weniger. Immerhin ist der stärkste Gegner im ganzen Spiel und ich möchte wenigstens einmal kurz mal so einen Testlauf haben, bevor ich wieder in den richtigen Kampf gehe. Oder je nachdem, wie viel Testlauf ich haben werde. Es wird alles ein Testlauf werden, je nachdem. Nee, ich muss hier unten hin irgendwie. Es wird alles Testläufe natürlich werden, je nachdem, ob ich ihn irgendwann besiege oder nicht. Das ist natürlich ganz klar. So. Wir gehen mal hier rein. Die Gruppe ist genau die richtige. Ich nehme das natürlich an. Und ich möchte mich gerne. Stufe 14? Nein, geht's nicht noch. Was ist er denn? Verkackte Adra-Drache. Ah ja, gehen wir jetzt hier runter. Ich brauche 6 Stunden, um da runter zu laufen. Ja, mache ich das einfach mal. Solange müssen mir die Knie wehtun von den ganzen Treppenstufen wahrscheinlich. Aber da kann Carla zumindest mal auf die entsprechende Ebene gehen, wo wahrscheinlich auch mal seine Quest irgendwie beendet werden sollte, oder? Er hat auch seine persönliche Quest und ich hatte ihn damals nicht mitgenommen. Ich wollte schon wieder sie sagen. So, hier ist noch. Ah ja, nix. Willst du mal sagen, Kana? Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Nee? Sehr gut. Dann speichere ich das Ganze nochmal. Ach ja, warte mal. Mir wurde übrigens gesagt, dass. Wo ist es denn? Dass Drachenfleisch einen der mächtigsten Buff im ganzen Spiel bieten sollte. Die gibt immerhin. Also dieser Buff gibt immerhin plus X an Macht. Und Macht ist eine feine Sache, finde ich. Da ich mich damit noch nie so richtig beschäftigt habe, wo dieser ganze Kram liegt, muss ich gerade mal gucken, ist das Drachenfleisch? Nein, es ist definitiv kein Drachenfleisch, das sind irgendwelche Maden. Hirnmaden sind nett, aber nicht das, was ich möchte. Drachenfleisch ist da. Kann ich das gerade mitnehmen? Nee, kann ich nicht, weil ich natürlich erstmal kampieren müsste oder zurück in die Stadt. Super! Aber warte mal, ich kann trotzdem mal wenigstens gucken, was es denn so bringt, das tolle Drachenfleisch. Da. Plus 3 Entschlossenheit und plus 3 Macht für 150 Sekunden. Das ist sehr, sehr gut. So. Wäre natürlich etwas angenehmer gewesen, wenn ich mich direkt darunter hätte begeben können zum Adra-Drachen. Das hätte etwas Zeit gespart. Einen Kampf gebe ich mir kurz mal. Danach gibt es mal einen kleinen Schnitt. So, du bist hier. Wunderbar. So, möchte eigentlich irgendjemand was sagen? Carla wäre, ich glaube, ein sinnvoller Gesprächspartner, aber der möchte irgendwie nicht so richtig viel sagen. Na gut, dann. Ja, dann nicht. So, dann laufen wir einmal geschwind hier runter. Ich speichere am besten nochmals. Nicht so, dass ich jetzt diesen Kampf wirklich gewinnen würde, aber ich möchte mal sehen, wie es aussieht, wenn ich ehrlich bin. So, eine Frage. Wen wollen wir eigentlich als Begleittier nehmen? Unseren Kriegshund, das wäre natürlich eine lustige Sache. Den kleinen weißen Drachen, das wäre. Ach komm, ich will mal sehen, wie das aussieht, wie er darauf reagieren würde. Ja. Obwohl, nee, komm, das kann ich nicht machen. Guck, der kleine weiße Drache, kann ich einen seiner Artgenossen töten. Elfenbeinfigur eines Lindwurms, was bringt das nochmal? Bringt zweimal einen Lindwurm. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. So, ein Lindwurm ist eine feine Sache. Wer kann das halt kurz mal. Ja, nimm du das mal mit hier. Was ist das? Ritual der verborgenen Wunder. Plus 3 Mechanik, das ist ja nicht schlecht, aber irgendwie jetzt auch nicht so wichtig. Trinker und Ermäßigung. Was haben wir alles für Kram noch hier drin? Hier noch ein Trank der Eisenhaut. Trank der großen Ausdauer. Das sollte sicherlich mal lieber jemand von euch nehmen. Bollwerk gegen Elemente, kleine Erholung, schwache Regeneration. Dann nimm mal hier große Ausdauer, bitte. Du nimmst deine wirklich beschissenen Fallen mal raus. Das mal hier rein. Hat noch jemand irgendwas Wichtiges hier? Guck mal, kann auch irgendwas da rein. Hier, die Asche ist geil. Das Ding hätte man vielleicht benutzen sollen. Die Höllwachsform, aber gut. Und das war's so in etwa, ne?
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Habe ich schon gespeichert? Ich meine nicht. Daher nochmal. Ja, vorsichtig die Felsen hinabklettern. Hallo, Adradrache. Nachdem seine Seele nach draußen geschwebt ist, scheint der Körper des Drachen stark geschrumpft zu sein. Seine goldenen Augen sind jetzt glasig und bare jeder Intelligenz. Trotzdem atmet der Körper immer noch und gibt ein rhythmisches Geräusch wie ein Blasebalg von sich. Das hat mir jetzt irgendwie nicht so richtig geholfen, wenn ich ehrlich bin. Meine Frage. Kann man eigentlich die Adragan hier angreifen? Quest aktualisiert, Meister der Tiefe. Ich nehme an, der Drache wird da gerade so ein bisschen Probleme damit haben. Aber vielleicht probiere ich es mal so aus, ihn anzugreifen. Was ist das denn? Oh. Das wirkt mir nicht gut. Okay, der Drache kommt. Erstmal der Hohepriester hier, der nervt. Sag ich jetzt schon mal. So, dann dich auch nochmal. Du wirst sofort dich heilen. Sehr schön. Und Angriff. Du hast jetzt schon was verloren? Wie kommt das denn bitte? Wie bist du denn drauf? Erstmal, ich gebe dir ganz viele Tritte. Wir beginnen mit Tritt Nummer 1. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Keine Ahnung, wo du gerade bist. Ach, du liegst da hinten. Das ist schlecht. Und zwar für 9,7 Sekunden. Und bist auch geschockt, Alter. Du bist mir auch... Ja, bist du auch irgendwie geschockt? Nee, du bist niedergeschlagen bei 16 Sekunden. Dann ist ja gut. Dann heil dich mal bei nächster Gelegenheit. Wie sieht es bei dir aus? Du bist geschockt für 6,2 Sekunden. In Ordnung. Ist irgendjemand noch... Du bist niedergeschlagen für 9,7 Sekunden, aber du stehst da noch, oder? Ja, du stehst noch. Hervorragend. Gib ihm. Ja. Ach, guck mal. Kana steht auch noch. Wunderbar, du hast 7... Warte mal, benötigt 7 gesungene Phrasen. Die sind richtig geil, die Viecher. Deswegen werden wir die natürlich mal singen. Jemand ist gestorben. Du bist gerade runtergeschlagen worden. Okay, du kannst, hast jetzt jemand getreten. Das ist ganz gut. Wie sieht es bei dir aus? Du bist niedergeschlagen für 3 Sekunden. In Ordnung. Du bist noch irgendwie gut drauf. Das freut mich. Ja, du bist tot. Das ist nicht so gut. Egal. Du hast schon getreten. Wunderbar. Komm gleich zum nächsten Tritt. Okay, ich habe tatsächlich Schaden gemacht. Nochmal einen Tritt, bitte. Wie sieht es bei dir aus? 0,9 Sekunden. Okay, du bist tot. Das ist nicht so gut. Tot ist keine gute Idee. Du bist verletzt. Du hast nur 3 Punkte. Okay, okay, okay. Das muss man sich mal kurz merken. Du bist... Ach, du beschwörst gerade. Okay, dann bleiben wir mal dabei. Wir treten dich nochmal. Sehr, sehr gut. Ihr drei, oder was auch immer ihr seid, ihr geht mal kurz dahin. Du gehst mal eben weg. In der Hoffnung, dass du, genau, dich mal kurz da hinten regenerieren kannst. Er hat eigentlich gehofft, dass ihr alle... Komm. Angriff übrigens. Ja, hast dich regeneriert. Sehr gut. Dann gehen wir kurz mal hier hin. Und treten dich von hier aus. Bleibt uns auch... Oder nein. Da du gerade eh... nicht im Fokus bist, machst du mal diesen hier. Oh, alle sind fast tot, das ist schlecht. Du regenerierst dich mal kurz, du regenerierst dich ebenfalls mal kurz. Du bist auch schon wieder bald am Ende. Du könntest dich regenerieren, du könntest aber auch bald mal Leute wiederbeleben. Wie viele Phrasen hast du denn? Du hast... null. Null ist nicht so viel. Regenerier dich bitte mal. Okay, wir greifen alle an und haben mächtig Spaß dabei, hoffe ich doch. Gut. Du zum Beispiel greifst auch mit einem Tritt an. Du hast noch 2. 2 ist wirklich ganz gut. Du hast dich, glaube ich, gerade regeneriert, aber du könntest, wenn du wolltest, könntest du auch noch ein bisschen mitschießen. Mitschießen. Okay, du trittst gerade. Oh, du bist fast tot. Das ist schlecht. Dann tritt nochmal. Leider regeneriert er sich gerade, der Drecksack. Oh, ich bin tot. Tot ist nicht gut. So, guck mal kurz mal nach. Hier ist... Ich weiß nicht genau, wer du bist. Du bist Durans. Durans ist gut. Weil Durans sollte wiederbelebt werden. Vielleicht müssen wir uns dafür ein Stückchen weiter ranbewegen. Sehr gut. Und wenn Durans wiederbelebt ist, kann man
auch andere wiederbeleben, wie zum Beispiel. Wo ist denn Alot? Ist das Alot? Das war eher nicht so gut. Aber Eda ist ja noch da, das ist kein Problem. Da haut ihr einfach alle kaputt, das ist kein Problem. Was hast du eigentlich noch so in der Inventar? Nützlos Interesse. Nützlos Glaubens. Gegen irgendwas bist du gerade immun, das freut mich sehr, Eda. Bist du auch gerade niedergeschlagen für eine ganze Zeit. Ganz toll. Ja komm, hau ihn einfach kaputt. Alter, eine Immunität gegen die Fiendes bringt echt gerade ganz schön was. Willst du jetzt ernsthaft überleben? Trank der starken Erholung. 17 nur noch. Und das war's. Okay. Dieser Atem ist ziemlich eklig, aber wir haben ihn schon ganz gut niedergerungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es war gar nicht mal so dramatisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die, der Versuch, erstmal die ganzen anderen Zauberer zu töten, relativ gut war. Das war, bin ich gleich direkt richtig, habe ich gleich das richtige Ding ausgewählt. Das war eine gute Idee. Einen richtigen Gedanken gehabt, meine ich. Ich würde sagen, ich werde gleich nochmal das Ganze probieren. Denn ich male mir tatsächlich, und das ist Wahnsinn, ich male mir tatsächlich einige Chancen aus. Wo geht's denn hier runter? Achso. Einfach hier hin. Wunderbar. Ich male tatsächlich gerade einige Chancen aus. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich in der nächsten Folge, ihn zu töten. Könnte Alot vielleicht mitmachen? Ist gut, Alot, wir beruhigen uns. Ich überlege mir bei allen Ernstes, ob ich ein paar Leute ein bisschen außerhalb positioniere, weil... Hey. Ja, runterklettern bitte. Ja. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass dieser komische Drachenatem uns das Leben sehr zur Hölle macht. Weil ganz am Anfang, wenn man die allein schon die Tatsache hat, dass mir die ganze Mannschaft erstmal die ganze Zeit rumliegt... Würde ich doch vorschlagen, dass wir da schon mal was dagegen tun. So, hier sind irgendwelche saure Hohepriester, die offenbar Probleme mit mir haben. Und direkt geht der Kampf los, oder was? Was? Hey. Was geht mit dir denn mal? Okay. Wir haben offenbar... Weil wir da hinten hingetappt sind. Etwas provoziert. Das ist natürlich nicht so gut. Da läuft es hinterher. In Ordnung. Dann werden wir einfach... Yes. Dich schießen lassen. Oder... Ach, weißt du was? Komm. Da ist eigentlich nichts anderes übrig bleibt gerade. Hopp. Ist eigentlich auch endlich mal feindlich. Das Adramonett leuchtet plötzlich in deinen Händen auf. Okay. Gut, dann kannst du noch ein bisschen auf ihn einhauen. Lief jetzt irgendwie nicht so ganz so gut. Ich mach kurz mal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Also ich werde den Kampf gleich weiter fortsetzen, aber ich mache kurz mal einen kleinen Schnitt. Ich möchte ganz gerne den Kampf nämlich in einer Folge haben. Bis gleich.